Großer Bahnhof am Flughafen München. Die Presse ist heiß auf die Bayern. Kein Wunder nach dem Wahnsinnsauftritt in San Siro. Ein Garant für den Bayern-Sieg, Thomas Kraft. Der Keeper mit einer überragenden Leistung zwischen den Pfosten. Doch der Tortitan seltsam stumm. Kraft wirkte verschnupft, trotz toller Leistung und lobender Worte. Ja, unglaublich. Der hat uns sehr viel geholfen. Und ja, so muss seine Mannschaft sein. Nach diesem Spiel hat auch der letzte Kritiker gesehen, der es vielleicht nicht wahrhaben wollte, dass er ein unheimlich guter Torhüter ist. Und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Froh können die Bayern auch über die Leistung von Stürmerstar Mario Gomez sein. Mario hat dieses Tor gemacht und dann hat alles gut geklappt. Gomez selbst bleibt bescheiden, spielt die eigene Leistung herunter. Meine Mitspieler mir natürlich auch sehr gute Bälle liefern. Gestern noch der Torwart und ich bin fit, ich bin gesund und habe eine gute Form. Die müssen die Bayern auch am kommenden Samstag zeigen. Dann geht's gegen Spitzenreiter Dortmund. Viel Zeit für die Vorbereitung bleibt dann nicht. Jetzt gehen wir zurück zu Sevener, dann werden wir das analysieren und das Spiel von gestern, dann werden wir uns auf Dortmund konzentrieren. Sollte man gewinnen, glaubt man dann noch an ganz oben? Wir wollen gewinnen, ja. In der Champions League auf Viertelfinalkurs, in der Bundesliga ticken die Uhren anders. Kampf um jeden Punkt, um Minimalziel Platz 2 nicht zu gefährden. Und wer weiß, was bei einem Sieg gegen Dortmund noch möglich ist. Gegen Ende hin ist mit den Bayern ja immer zu rechnen.